Herzlich willkommen. Runde 4, Golden Spatula Cup. Guten Tag, Sound. Fuck my life. Das Game Sound klatscht. So, was haben wir? Giant Spade. Bin ich zweitbester Opener, ne? Ja, okay, würde ich mitgehen. Also ich muss zugeben, mein Wissen über Elias ist ein bisschen eingeschränkt, aber ich würde ihn jetzt für relativ flexibel halten, auf jeden Fall. Also das kann ich tatsächlich erzählen. Max hat dir das ja auch berichtet, dass die Top-Challenger-Spieler aus Deutschland eigentlich alle immer nachts im Discord zusammensitzen und sich gegenseitig über die Schulter schauen. Ja. Und Elias quasi immer derjenige, der nicht spielt und immer bei allen mit reinredet. Ja. Insofern kann er alles spielen, würde ich sagen. Ja, Elia, du bist herzlich auf meinen Twitch-Channel eingeladen hiermit, ne? Also, ich hätte gerne Leute. Generell, wenn ihr in Twitch-Chat Fragen habt oder so, haut sie gerne raus, ne? Ja, gucken wir mal. Ja. Blitzcrank mitnehmen, oder? Was sagst du? Du bist wahrscheinlich... Ich bin auch Fan. Ich guck mal direkt rum, ob irgendwas unfair ist, ne? Damit wir direkt RNG blamen können. Ja, ich habe gerade versucht, auch mich ein bisschen zu orientieren, wer hier eigentlich in der Lobby alles drin ist, weil da sind tatsächlich einige Namen dabei, die ich nicht kenne. Ich kenne niemanden, ja, bin ich ehrlich. Also Zöldenach kenne ich noch gerade so, es ist der einzige gute Rumäne, aber die anderen sind mir wirklich alle gar nicht geläufig, außer natürlich Padebol. Padebol war auch auf der Dreamhack, da habe ich den ein bisschen kennengelernt. Ja. Und ist natürlich einer der stärksten Franzosen. Wait, hat er nicht gewonnen? Völlig richtig, er hat auch noch gewonnen, richtig. Ja. Ich habe das sogar gecastet. Es war gerade ein Ding. Ja, wir müssen hier aus der deutschen Perspektive kennen wir keinen, Leute. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten, er wartet jetzt natürlich noch, dass ob er Gold kriegt oder Units. Kriegt natürlich Gold, wird von Riot sofort zurückgehalten. Aber sowohl Underground-Option, da läuft bei dir das Wasser im Mund zusammen, hoffe ich. Mhm. Ja, da würde ich ja jetzt schon ein bisschen weinen. Ich würde begeistert Ludens Echo drücken. Ja, okay, ja. Ja, aber also ich meine, er startet hier mit Mayonic und einem Belt, also hätte man durchaus auch in die Richtung denken können. Aber glaubst du, dass Ape hier aktuell so gut ist wie AD? Nein. Okay. Es hätte ja sein können, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Nee, es gibt, also ich meine natürlich, ne, wenn man Viego dann als AP kommt, zählt und so, der ist schon sehr gut. Und Kaiser ist ja irgendwie auch so ein komisches Mittelding. Ja, und Laser Corp macht auch Magic Damage, ne? Aber ich würde sagen, es gibt nur Viego und sonst gar nichts. Ja, ich bin bei dir. Also ich meine, ich spiele halt, ne, ich spiele dann nachts immer drei Runden hart hintereinander und eine funktioniert und die fühlt sich dann großartig an, aber ja, ist halt nicht das Gleiche. Wird ja in den Tierlisten auch immer noch recht hoch geratet, so, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und es ist zumindest in meinen Lobbys auch schrecklich uncontested, weil es wirklich niemand spielen will. Mhm. Das heißt, irgendwo gibt es eine Welt. Hier gibt es vor allem eine Loose-Streak-Welt, in der wir uns befinden. Und eine Cybernetic Shell-Welt. Ich weiß nicht, ob du. Bist du ein Orgwin-Statistik-Fanatiker oder eher nicht so? Ja, also ich glaube, das ist das, was ich am meisten machen müsste, um besser zu werden. Aha. Weil das die ganzen Top-Leute natürlich die ganze Zeit machen. Es ist ja. Eigentlich ist es ja wirklich ein reines Meme, dass die Leute dann, wenn sie Orgwin-Wahl vor sich haben, immer auf den zweiten Monitor gucken. Aber letztlich ist das das Beste, was man machen kann, offensichtlich. Also müsste ich eigentlich auch. Ja. Also ich kann dir sagen, Cybernetic Shell ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ist irgendwo in der Mitte. Das Problem ist halt, ich finde die Cybernetics, ja, haben nicht so richtig Power. Geht aber tatsächlich in Laser Corp kann man's spielen, aber das ist auch das Einzige, was ich kenne. Deswegen werden wir heute ganz viel über Laser Corps reden. Ich hoffe, du freust dich. Ja, das passt mir gut. Also da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was aufholen. Es ist, aber es ist schon ein katastrophal schlechtes Opening, muss man mal ganz klar so sagen. Keine Upgrades getroffen, nicht besonders viel Gold. Ein Early-Game-Item committed, was quasi keinen Effekt hier hat. Findest du Ionic ist early? Ja, bin ja gar nicht so sicher. Also ich meine, das ist vor allem sehr gut im Early, aber also natürlich willst du im Zweifel immer eins drin haben, ja. Ja, aber ich dachte immer, dass... Also ich vergleiche immer so die Sunfire mit Morello, Ionic mit Static. Und Ionic ist ja schon Static ist ja schon das krasse Early-Game-Winstreak-Ding. Mhm. Deswegen wäre jetzt irgendwie per Ausschlusskriterium für mich Ionic das Late-Game-Ding gewesen, aber das ist schon recht, ne? Es hat auch einfach gute Werte fürs Early. Was da reingeht.
Ja, also ich meine, es ist einfach für mich das Early-Game-Item, weil sonst hättest du ja C4 gebaut. Ne? Ach so, ja, okay. Ja. Also es ist einfach schon... Nee, bin ich bei dir. Ich will ja auch hier gar nicht hyperkritisch sein, ich will ja nur was lernen. Ne? Nee, bin ich voll dabei. So, der Gegner ist 5 in 2-3. Habe ich in meinem Coaching mit Max lange drüber geredet und war eye-opening, weil ich das ständig gespielt habe, als ich noch Dia 1 Hardstack war. Er gesagt hat, dass er findet, dass es viel zu viele Leute spielen. Weil das Problem ist nicht die Runde in 2-3, sondern dass du in 2-5 auch noch das klar stärkste Board haben musst. Das heißt, du brauchst quasi schon astronomisch krass eine Highroll. Ich befürchte nur, dass das Padebo das tatsächlich hat. Sah keiner disgusting aus. Oh, und hier ist ein bisschen Hoffnung für Elia. Oder nennen die Spatula, oder? Ja, komm. Jetzt go. Drück. Weil da machen sich natürlich jetzt einige Türen auf. Man kann einerseits natürlich dann diesen Viego Path gehen mit dem Ionic und dann Oxforce oder Renegade Spot. Also man ist da sehr flexibel. Und natürlich die Laser Corps Spot ist auch sehr gut. Also da hat er jetzt zumindest ein paar Chancen, sich da aus dem Loch wieder rauszuziehen. Ja, für mich ist es tatsächlich auch immer so ein bisschen die Überlegung. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber Renegade Emblem ist ja im Late Game absolut kernbusted. Fühlt sich, finde ich, aber so Dogshit am Anfang an, ne? War das halt so. Also, du hast halt Renegade 3 früher, herzlichen Glückwunsch. Oder im Worst Case hast du 4 Renegades, was du nicht mal willst, weil du ja willst, dass einer stirbt. Ja. Finde ich immer weird zu spielen, weißt du, wie ich meine? Absolut, bin ich voll bei dir. Ich glaube, es geht so ein bisschen über die Velvet. Wenn man die früh findet, dann kann man einfach der die Spot geben. Ja. Und dann geht was. Aber, also, da geht halt auch Oxforce natürlich. Also, insofern. Ja, absolut. Hier, guck mal, Padeball, Level 6. Okay, das ist crazy, what the hell. Das löst natürlich das 2-3, wie gewinne ich noch. Aber den Fight würde ich mir jetzt auch gerne anschauen, weil beide sind Level 6. Also zwei Leute haben quasi offiziell gesagt, Hose runter, Economy komplett verkauft, für Winstreak halten. Und Padebol ist der den Winstreak hält. Aha, freu dich nicht zu früh. Die Jinx 2 da im Hintergrund macht auf jeden Fall noch ein bisschen Druck. Nee. Ja, okay, hast recht. Ist eine klare Nummer, weil der hat ja Renekton 2 auch. Ja, Renekton 2 ist ja offiziell quasi wie eine Legendary hitten. Ja, krass, Padebol hat das genau richtig gelesen. Zorro auf der anderen Seite keine Chance. Finde ich tatsächlich ganz geil. Ob Leute heutzutage noch wissen, wer Zorro ist. Also jetzt der aus dem Film oder der andere? Ja, ja. Tatsächlich ist es aber so, dass der Zorro Hustler hat, ne? Also, es hat auf jeden Fall der verloren, der es eher verkraften kann. Ich sag mal, Padebol wäre actually gigafuckt gewesen. Und der hat auch Anima Squad drin, ne? Das ist ein ganz wilder Mix, den er hier spielt. Aber Anima Squad ist ja Scaling, ne? Also, ich bin kein Anima Squad-Spieler. Ich weiß wirklich gar nicht, was da abgeht. Also, eigentlich ist es natürlich genau dein Ding, weil es ist ja Influencer-Trade. Machen nach jedem Kill ein Foto. Entschuldigung. Mehr HP. Ja. Aber es gibt ja auch einfach so Bonus-Stats, also passt schon. Also gerade so im Early-Game das mit rein zu slotten, glaube ich, ergibt schon Sinn. Ja. Außerdem hat er natürlich diese schöne Kombo mit der Riven, ne? Einfach, dass er Brawler upgraded spielen kann und Defender upgraded spielen kann. Ja. Passt alles gut zusammen. Ich wollte kurz erzählen, Padebol auf der Dreamhack, das war für mich ja eine harte Erfahrung. Als quasi kleiner LAN-Spieler dazu zu kommen. Ja. Stimmt nicht ganz. Aber da waren natürlich diese ganze europäische Elite. Ja. Unter anderem die beiden Franzosen von Aegis, Padebol und Magaki. Und die spielten immer so ultra-aggressiv. Und es klappte immer. Krass. Also ich hatte wirklich das Gefühl, gut, ich meine, das ist so ein bisschen auch Spielstilgeschichte. Also es gibt bei den Deutschen auch Hau drauf, der auch wirklich sehr, sehr gerne sehr früh levelt. Ja, da lohnt sich der Name wenigstens, ja. So ist es. Aber ich fand es einfach beeindruckend. Also, weil man im Early Game ja, glaube ich, dann quasi einfach jedes Detail richtig lesen muss, jedes Item richtig slammen muss, um das so spielen zu können. Aber wenn es klappt, dann ist es natürlich unfair, weil der hatte quasi in 9 von 10 Spielen hat er eine 10er Winstreak. Und von da aus dann noch nicht die Top 4 zu erreichen, ist ja auch dann schwierig. Ja, agree. Wir blicken wieder auf Elia. Es wurde ein bisschen gefragt, ob wir für Leute erklären können, die nicht so tief in TFT drin sind. Das ist natürlich schwer, Swagger Gandalf, weil also die Basics zu erklären ist schwierig, da empfehle ich dir immer den Guide. Aber was wir hier quasi vor uns haben, ist ein Lose-Streak. Das heißt, Elia kriegt ja auch extra Gold, wenn er einen Lose-Streak hat, genauso wie beim Win-Streak. Und hat gleichzeitig auch Underground gespielt gehabt.
wird er jetzt wohl hoffentlich auch wieder reinsetzen, weil er hat noch nicht den Cash, ne? Aber er will für Hero Augment die jetzt spielen, weil in 3-2 das Hero Augment bezieht sich auf 3-1, das ist ja crazy. Aber du hast völlig recht, unangenehm ist es schon. Geht gegen Lago Aspas. Die Kaiser sollte das gewinnen können, aber der Teilen räumt vorher ein bisschen was ab. Insofern läuft es jetzt schon ein bisschen besser. Für ich glaube, er gewinnt das aus Versehen, ne? Ah, ich glaube an den Blitzcrank. Ah, ja, ja. Crank ist ja quasi wie Rennick, nur ohne Schaden. Okay, 40 Gold. Und jetzt kommt es halt ein bisschen drauf an. Hero Augment wäre für ihn besser, wenn es 4-2 ist, ne? Weil dann kann er Vigo hitten. Er könnte aber natürlich im Zweifel auch Camille spielen. Ja, muss er dann wahrscheinlich. Aber du hast heute auch schon Camille gesehen, Carsten. Ja, das war wirklich unfair, was ich da gerade gesehen habe. Boah. Ich bin nicht glücklich, ne? Nee, ich bin auch wirklich traurig, dass wir nicht Ludens genommen haben. Weil jetzt Ludens Elektrocharge mit irgendeinem so tanky Frontline-Setup würde ich ja schon sehr viel mehr sehen. Ich meine, immerhin gibt es ein bisschen Synergies natürlich trotzdem. Das Ionic hat er. Er hat die Frontline geupgradet, das Ionic da am Start. Die Oxfords sterben auch alle nicht so schnell, ne? Also das Elektrocharge ist da schon ganz in Ordnung. Er will auch Renegade spielen, sonst hätte er nämlich jetzt. Er hat jetzt den Spatula quasi auf Camille geslammt. Da denkt man sich, hey, warum macht er das? Wegen Cybernetic Shell, das zählt als Item. Und das macht er nur auf Camille, wenn er Renegades im Leben haben will, eigentlich. Weil dann droppt es wieder runter. Ich denke, da haben wir den ersten Wink bekommen, welche Richtung es hier gehen soll. Absolut wahr, ja. Boah. Die hat einfach über Gadgetin Super Spear bekommen und deswegen geht dieser Fight irgendwie eine Sekunde. Boah. Ja, ich meine, er hält den Loose Streak. Sag irgendwas Nettes. Es läuft schon vieles nicht so gut. Boah. Dass da gar nichts down geht, das ist wirklich brutal. 38 HP in 3-2. Ich glaube, ich sollte ganz schnell wieder gehen. Ich scheine kein Glück zu bringen. Ja, nee, ich freue mich, dass du da bist. Aber du müsstest da auf jeden Fall noch mal Genki-Dama-mäßig ein bisschen arbeiten, würde ich auch sagen. Boah. Aber gut, ich meine, man kann auf jeden Fall sagen, Elia schafft es hier weiterhin natürlich mit unendlich Geld rumzulaufen. Wird jetzt sicherlich dann in 3-5 auf 7 gehen. Und darauf kommt es dann letztlich an. Wenn wir da dann Hyrule, eine Leona und ein Viego 2 direkt treffen, dann ist natürlich direkt ein super Spot. Ja. Hat der Underground vergessen, ist die Frage im Chat. Ich glaube tatsächlich, dass er darauf verzichtet hat, weil er zu low ist. Er muss quasi jetzt stärkstes Board spielen, weil HP ist auch zwar nur eine Ressource, aber schon die entscheidet am Ende, ob du rausfliegst oder nicht. Und hätte er jetzt hier quasi sich dazu entschlossen, einfach weiter Underground zu spielen, dann hätte er in jeder Runde nochmal 6 Damage mehr bekommen. Und ich sag mal, also mehr Damage kriegen kann der Junge sich nicht erlauben. Boah, Gott sei Dank, er Talent einfach, krasse Unit. Ja, also wirklich. Also wirklich, puh. Wenn er den nicht hätte, dann wäre es jetzt schon vorbei. Oh. Ist aber auch, also ist hard to watch, ne? Ja, wirklich, es läuft jeder Fight einfach schlecht. So, jetzt Vigo aus dem Karussell. Da ist er. Ich weiß nicht, ob du ihn nehmen kannst, ehrlich gesagt. Musst du, ich glaube, du brauchst die Spot, oder? Nee, du musst. Ich glaube, es ist einfach lost. So, ich glaube, du gehst jetzt 3, 5, 7, rollst, hittest Vigo 2 und dann lebst du. So. Und wenn nicht, dann hättest du Vigo 2 spätestens in 4-2 über Hero Augment. Aber er hat auch keinen Reroll mehr. Aber also wir bräuchten jetzt den dicksten Reverse Sweep aller Zeiten. Also 25 HP in 3-5 ist schon. Junge. Und das Schlimmste ist, Pate Boll kommt hier gleich noch vorbei, oder? Den haben wir noch nicht gesehen. Ja. Pate Boll mit seiner 10er Winstreak kommt hier gleich nochmal drüber gelaufen. Der übrigens auch Level 7 ist. Was haben wir gehittet? Oh, gar nichts. Cool. Er überlegt, den Samira Set Pivot zu spielen. Ja, gefällt mir ganz gut, dass er sich die Optionen da offen hält, aber es wird halt einfach nicht gehen. Aber deswegen meinte ich, er kann das eigentlich nicht nehmen, das BF Sword, weil das itemmäßig einfach so verloren ist. Muss ich immerhin Gunblade bauen jetzt, ne? Ja, also ich glaube, Gunblade und Ionic ist schon fein. Ja, ja, hast recht. Also ich glaube, das Problem für mich ist einfach, wenn er die Alternative wäre ja Crit gewesen und dann Richtung Renegade, ne? Aber ich glaube, der Renegade 6. Renegade, das bringt nichts. Ja, hittet halt auch nicht, was hätte man so. Oxfords fürs Maybe. Aber hier sind wir, der erste Win, Leute. 3-5. Oh Gott, es darf nicht Pate Boll vorbeikommen.
Ja, also der ist quasi nicht Teil der Genfer Konvention gewesen. Der hat jetzt auch Vayne 2 gehittet mit Hurricane und Obsidian Black Cleaver. Ja. Krass, dass der damit immer noch Finstreak, ne, eigentlich. Sieht das nicht so stark aus, aber es ist halt alles upgraded. Also es ist einfach Synergy-wise so ein bisschen weird. Ja. Aber ist egal. Das ist halt, was ich meine. Ich fand es immer wieder faszinierend, mit was der Winstreakt. Aber also, ich habe richtig Angst, dass der einfach nur den Vigo mitnimmt für Oxforce, ne? Dann brennt es aber bei uns. Oh, Gott sei Dank ist es nicht. Dann gucken wir mal auf Elia. Was ist denn bei ihm? Oh, der Gegner hat auch Vigo. Der hat allerdings Last Stand. Das heißt, kein Hero, kein Augment aktuell. Ja, Sejuani kriegt auch die Ulti raus, auch wichtig, aber ich glaube, der Fight, den sollte auch Elia so oder so haben. Ja. Auch einfach viel bessere Items. Das Gunblade macht einfach auch dann viel aus. Agree. Aber, also, Vigo wirklich auch mit einer Arbeitsverweigerung, ne? Also, da war ja keine gute Ult dabei. okay, also, 2 Wins. Bare Minimum. Ist aktuell erreicht. Bin überrascht, dass er hier die beiden Sets hält. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Set-Biss ist ja gerade eine große Diskussion. Und aktuell Set-Biss ist für viele Ionic. Aha, okay. Interessant, das habe ich gestern einmal gesehen und nicht verstanden. Ja, es, also die, ich habe da auch mit Max witzigerweise drüber geredet gehabt, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hatten. Oh krass, das Siege-Drop ist natürlich dann aber weird, ne? Also entweder beides oder keins. Boah, das ist aber auch schon wieder alles ganz schwierig, ne? Oh, was? Gibt die von unten Giant Slayer vielleicht? Wait, ich hab den Spartel gar nicht gesehen. Na, er hatte die ja auf der Kamille und jetzt kam einen dazu. Ja, aber das ist ja schon weltbewegend für uns, dass er den gehittet hat, ne? Würde ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das reicht. Der Giant Slayer ist auf jeden Fall noch ganz nice, aber die anderen haben jetzt halt Late-Game-Boards. Ja, hier aber ist Gott sei Dank... Schlagbar aus. Ja, tatsächlich ist es aber auch noch nicht der, der gefährlich ist, ne? Also den Fight nehmen wir noch mit. Ist aber tatsächlich natürlich krass, ne? Also einfach eine Extra-Unit, das natürlich hier über einen Loose... Oh, jetzt keine Angst. Nee, ne? Nee. Alter, ist ja... Gott sei Dank kann die Soraka noch ran. Boah, Junge. Ja, und dann geht's ins Hero-Augment hoffentlich. Und das ist eine Frechheit. Aber ist es vielleicht sogar gut? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber das Problem ist einfach, dass ich nicht weiß, warum Armor-Piecing-Rounds existiert, ne? Thunder 20% ist doch einfach shit, ne? No? Hat es genommen? Verstehe es nicht. Weil du machst doch gar nicht so viel Physical Damage in der Oxforce-Combo, oder? Also am Ende ist doch Vigo dein Carry. Ich glaube, es ist einfach für die Sure-Shots halt krass. Insofern. Aber also ich weiß nur, dass es ganz gut ist. Okay. Aber ja, du hast völlig recht. Das, also, warum ich, also für mich, ich habe es immer gelesen und dachte mir so, boah, übel Code. 4,06. Okay. Durchschnittliche Platzierung. Er findet echt einen zweiten Aphaios vor dem dritten Viego. Das wird mich also jetzt halt noch 2 Fights überleben im Karussell Aphelios mitnehmen und das sieht plötzlich wieder richtig gut aus. Weil du kannst ihm natürlich einfach Giant Slayer Gunblade auch rübergeben. Da macht der Aphelios auch Arbeit mit. True, aber ja. Erstmal überleben. Das ist actually ein sehr, sehr guter Call, den hätte ich gar nicht gesehen. Ja, naja, ja, ja, ja. Also, ich würde dafür plädieren, Karussell Aphelios mit Spear. Mhm. Das finde ich spannend. Thunder, oh, das ist Slender. Ich bin dumm, sorry. Thunder ist Armor und MR. I didn't know. Sicher? Ja, weil das habe ich bei Mordemai gelesen. Weil da wird es erklärt. Weil der das von Anfang an macht. Seid ihr euch sicher, Leute? Weil dann wiederum bin ich natürlich dabei. Ja? Dann call me in. Ja, okay, verstehe ich. Aber ich meine, das Ionic haben wir natürlich eh. Vielleicht steckt das dann sogar. Aber nee, ich glaube eigentlich, dass das nur Armor ist. Schade. Also, weil dann wird es halt für mich wieder... Ah, warte, wir können ja mal drauf gucken. Nee, die hatte nur noch 30 mehr.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall frech natürlich, dass er sich hier stabilisiert auf dem Viego 1. Oh, zu früh gefreut. Oh nein! Es ist. Oh gut, oh fein. Die Ambulanz ist da. Oh Ach, Gott. Du Scheiße. So, Aphelios. Oh, Aphelios. Viego. Oh, das ist wirklich maximaler Grief. Was ist denn? Ich, ich weiß gar nicht das Board, aber ist auch völlig egal. Ne? Ich würde schon irgendwas nehmen, was sinnvoll ist. Also, Oxford 6. Aphelios 2 wäre krass gewesen, haben wir aber leider nicht. Ja. Aber die anderen Boards. Hat einer Samira 2, sieht scary aus. Hatte Bull sieht actually relativ weak aus gerade, hat allerdings leider auch einen Aphelios. Bringt ja natürlich auch unsere Chance, ihn zu hitten. Hier. Oh, okay. Ja, doch, es gibt schon gefährliche Boards. Lia trifft einen Urgot, der hilft ihm natürlich eigentlich gar nichts. Ja, muss den auch weglegen. Tut schon weh, ne? Urgot zählen zu müssen. Hittet gar nichts, leider. Aber ich meine, er sucht auch nur Viego und Aphelios auf 7. Ist ja fast schon frech, dass er Soraka gehittet hat, ne? Auf Soraka 2. Ja, das ist true. Ich meine, die hat er jetzt auf dem Karussell mitgenommen, aber trotzdem, ja. Ja, aber gerade sind einige Boards stärker geworden. Also, Riven 3 zum Beispiel? Ja, exakt, ja. Also Riven 3 war ein krasses Upgrade, das facing wir sofort. Der Letztplatzierte hat Last Stand geprockt, das gibt auch sehr große Extra-Stats. Mhm. Ego weiß wirklich gar nicht, was er will, aber er will auf jeden Fall nicht gewinnen. Ja, ich meine, die Riven ist halt ein Monster natürlich. Aber die Soraka steht noch mit Full HP. Oh. Ich meine, er hat seine Jinx eingesperrt. Das ist ja übel krass. Aber das war Prankster, oder? Oh mein Gott, aber dann würde ich bei Riot persönlich anrufen. Also wenn meine Prankster-Unit sich... Oh! Oh! Auf Level 7 Natural Aphelios 2 und die ganze Welt kommt vorbei. Und jetzt ist die Frage, verkaufst du den Viego? Ja, bitte. Oder? Also ich fand deinen Call so smart. Also ich meine, ich sehe auch ein, dass Viego 2, wenn er den trifft, natürlich auch dann insane ist. Dann kann er maybe Lobby gewinnen spielen, ne? Aber spielst du ja für Lobby gewinnen? Aus einem 25 AP in 3-5 Slot? Dass Paderboy jetzt erst vorbeikommt, ist auch so crazy, ehrlich gesagt. Ja. Der ist auch nicht mehr auf seinem Full-Win-Streak. Also irgendwer hat schon mal gezeigt, Götter können looten. Und Götter werden jetzt wahrscheinlich einfach nur verprügelt werden. Viego hat sehr gute Resets, arbeitet das erste Mal auch. Ja, und Paderbol stellt fest, dass Winstreak ja recht kacke ist. Naja, aber immerhin in seinem großen Geldspeicher. Ja. Mit 40 Gold auf Level 8. Aber ja. Immerhin, für Ilia kam es genau im richtigen Moment. Entil schon rausgedroppt, also immerhin Top 7 schon mal secured. Ja, das wird hier. Ich habe hier auch noch große Hoffnung. Also. Und ich finde auch eigentlich, Ilia hat keine Fehler gemacht. Also, das lief nicht gut an vielen Stellen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie Mist gemacht hat zwischendurch. Nee. Nee, bin ich bei dir. Ich habe gerade nochmal versucht, ans Early Game zurückzudenken, aber es war halt einfach keine Pairs whatsoever. Cybernetic Shell, also über den ersten Reroll kann man diskutieren. Ja, genau. Also das wäre auf jeden Fall mein Punkt. Ich denke halt, man spielt Ludens einfach mit Ionic. Aber klar, wenn man den Gameplan so verfolgen will, wie man normalerweise spielt, dann musst du das halt machen. Ja. Also mein Chat sagt, Sander ist nur Armor, aber es stackt halt und deswegen ist es so gut. Ja, I take it. Und deswegen hätte ich jetzt hier gedacht, hätte man auch Last Whisper durchaus bauen können. Also ich weiß nicht, ob wir die Soraka hier behalten müssen unbedingt. Aber gut, ist da gerade Viego noch dazugekommen? Ja, da ist Viego 2 gekommen. Das ist ja äußerst erfreulich. Ja, es ist äußerst erfreulich, ja, aber ich wollte dir da auch nicht in die Parade fallen. Du warst gerade so in deinem Soraka-Hate, den wollte ich dir ja nicht. Ja, ich meine, weg mit der. Gib das Last Mist mal rüber. So, das heißt, wir stehen auf einmal auf einem klaren Top-4-Weg. Oh. Ja, man hätte hier tatsächlich, gibt es Diskussionen, Leona 1 über Kamel 2. Das Problem ist, wenn du Soraka 2 hältst, hältst du immer die Kamel, weil du tatsächlich 20 AP mehr kriegst die ganze Zeit. Aber es wäre zum Beispiel eine Option gewesen, Kamel raus, Leona rein, dann droppst du Soraka, spielst Echo und gibst das Last Whisper auf Aphelios. Ja, gefällt mir sehr gut, der Plan.
Ja, aber ich bin auch ein Soraka-Fan, muss ich leider gestehen. Ne? Also, und dann aber nicht hart spielen. Das haben wir gerne. Nee. Also ich bin Soraka-Fan mit Ehre. Ne? Also. Okay. Aber tatsächlich ist ja, Soraka ist ja hier quasi nur Cleanup-True, ne? Also 20 AP für jede Unit, die stirbt, also jede Verbündete. Und dann hofft man einfach, dass es klar geht. Oh. Ja, doch. Das ist ein gefährlicher Fight. Das ist diese eklige Sonjas Talir. Ja. Und da muss er sich schnell wieder hochheilen, der Apheios, weil den brauchen wir nochmal. Aber jetzt ist der Viego dran in der Backline auf der Talir. Die muss jetzt das Sonjas procken, sonst wird's ganz eng. Boah, krass. Und tatsächlich ist das passiert. Und jetzt kommt die Cleanup-Crew, hast du völlig recht. Da kommt die Soraka mit ordentlich AP angelaufen. Das ist ja sehr nice. Jetzt sind wir plötzlich in der Top 4. Aber war auch sehr lucky, ey. Ne? Also normalerweise ist das Problem bei Sonjas ja, Viego ultet die Unit. Die Unit geht in Sonjas und dann steht Viego da halt wirklich richtig dumm rum und kassiert die Talia-Ult. In dem Fall hat aber Viego mit der Ultimate die Talia gehittet hat, auch eine andere Unit gekillt, geresettet, ist nach rechts gejumpt, dann hat die Talia-Ult gedodged. Ich habe ja den Fight anyway gewonnen, aber trotzdem crazy. Also full Lose Streak bis 3-5. Into Rolldown, nichts gehittet, aber Winstreak. Und jetzt sind wir auf 9er Winstreak auf einmal. Er ist schon absolut crazy. Ja, das lohnt sich jetzt auch monetär, wenn wir in die Creep-Runde kommen, dann ist auf jeden Fall plötzlich der Sieg drin. Ja, aber uns nicht zu früh freuen. Natürlich viel auch an dieser Force of Nature, die wir ehrlicherweise rausgelackt haben. Ne? Spartula haben Karussell genommen. Eigentlich mit der Idee, Renegades zu gehen. Der Fight ist unfortunate gelaufen. Ist aber noch drin, der Phaios. Muss jetzt den Servierer rausnehmen. Ah, die Cleanup-Crew, die ist bereit. Also ich gebe zu, diese Soraka, die macht schon ihren Anteil. Alter, Second Most Damage, let's go. Es ist einfach Top 4 schon eingeloggt. Das ist crazy, Mann. Das ist wirklich ein verrücktes Game. Und da ist auch der Last Whisper. Oder auch nicht. Naja, also kann man natürlich verargumentieren, ne? Wenn du sagst, ey, ich habe eh schon den Armor Reduce, dann nehme ich lieber noch die Heilung. Ja. I take it. Ich fände es sehr schön, wenn das einfach jetzt Soraka gibt, so als Anerkennung, so als Orden für den letzten Fight. Ja, kann ich sehen, das Argument. Aber ich wollte vorhin natürlich schon diese Items auf dem Apheios sehen. Insofern muss ich dabei bleiben. Ja, ist so besser da bei dir. Und natürlich ist diese Kombination, also Gunblade ist generell wirklich lächerlich broken. Und zusätzlich natürlich auf Oxforce nochmal um einiges mehr. Ja. Weil die alle auf 1 HP bleiben, sich dann hochheilen und das Spiel von vorne losgeht. Also das ist disgusting, das Setup inzwischen, was ihr hier hat. Ja. Ich muss sagen, ich habe hier tatsächlich die zweite Annie mehr gefühlt als die Vayne. Weil die Bank gibt nur Duelist und stirbt halt einfach und Annie ist wegen Oxfus wenigstens kurz am Leben. Doesn't matter, er will eh Sure Shot. Ja? Also Sure Shot hier noch einzuspielen ist really good. Oder halt für den Urgott. Ja, spielt man ja einfach immer, wenn man kann. Der Fight ist aber hart. Aber wir haben ja noch Soraka. Ja. Ja, und Paderball spielt auch nicht mehr auf Sieg, glaube ich. Ne? Der hat sein Geld ausgegeben. Der hat Level 9 aufgegeben. Der möchte hier Top 2 sichern. Ich glaube, Elia gewinnt. Alter, langsam glaube ich wirklich dran. Also, Paderball, der kann ja quasi nur noch Apheios 2 irgendwie glücklich treffen, aber die sind ja alle raus. Also, was willst du da groß machen? Ja, für ihn war es halt echt hart, ne? Er war auch sofort auf dem Board, um sich zu beschweren quasi. Als er gesehen hat, jemand hat da viel aus 2 gilt, weil ich meine, er war der Support Level 8 war. Aber doesn't matter, was ist denn das Wetter heute? Schild, okay. Ja, die Shroud, gegen wen spielt denn Elia eigentlich? Gegen den Shroud-Spieler, ne? Oh, und tatsächlich das Matchup, was stilistisch wie das schwerste ist, ne? Ich glaube, die Shroud. Und ich glaube, die Talia hat tatsächlich jetzt langsam auch zu wenig Damage, um die zwei Gunbaits gegen zu verprügeln. Ja, denn Nuno ist actually irgendwie kinda disgusting. Das stimmt, ja. For whatever reason ist der einfach sehr, sehr strong. Aber also tatsächlich die Heilung, also das zweite Gunbait mitzunehmen, war actually brilliant irgendwie. Ich habe es gar nicht so sehr gefühlt in dem Moment. Ja, ich glaube, du hast recht, ja. Und jetzt sind wir in einer ganz engen Lobby und Elia wirklich mit einem wie hoch war denn der Loose Streak? Ich weiß gar nicht, wie hoch ist ein Loose Streak, wenn du bis 3-5 verlierst? Wie viele Runden sind das? Oh Mann, ey, diese Quizfragen. Siehst du, vor sowas war ich nervös. 8? 8. So, 8er Loose Streak into 12er Win. Seems good. Ist also auf jeden Fall maximal effizient gespielt. Tatsächlich, Lelouch, einer der stärksten Polen, hat das bei einem seiner Worlds-Auftritte oder vielleicht war es das europäische Finale, durchweg immer so gespielt. Immer 8er Loose Streak into 3-5 All-In.
Ja, so bin ich auch tatsächlich das erste Mal Master geworden in meinem Leben. Also in dem Set mit Rice Silas, ne? Also diese. Ah, ja. Und dann, da habe ich auch einfach Loose-Trick durchgespielt. Mit ein bisschen der Theorie, dass halt 3-2 halt eh der Moment ist, wo alle All-In gehen. Und dann gewinnst du halt auch mit Rice Silas, wenn du sie hittest, gar nicht. So, sondern wartest du bis 3-5 und nimmst halt das Gold noch mit. Jetzt musst du überlegen. Das lohnt sich dann, ne? Also weil die Loose-Trick dann ja erst anfängt, so richtig dick Geld zu geben. Ja. Aber ist natürlich giga High Risk, ne? Wenn irgendwer ein High Roll hat, dann ist natürlich sofort giga over. Jetzt hier über den Aurelion nachgedacht. Aurelion 2. Weil du hast ja keine Heal Reduction, dachte ich. Kann ich sehen, aber ich glaube, jetzt mit dem Deathblade brauchen wir es nicht mehr. Also ich finde mit dem Deathblade Sure Shot jetzt auch sehr wichtig. Auch true, ja. Ne, bin ich bei dir. Ehrlich gesagt, ich finde das Deathblade hier mega krass, dass er das gekriegt hat. Ja, schon. Weil jetzt killt der Phaios wirklich alles alleine. Und der Viego ist ja auch broken. Also, das ist wirklich jetzt krass, was er da stehen hat. Und trotzdem wird es so knapp. Was ist da los? Aphelios ist auch in die CG-Ult reingelaufen. Und jetzt muss selbst unsere Ambulance hier leider aufgeben. Aber krass, dass die nochmal 3 Kills da macht. Du hast da völlig recht. Die Soraka macht richtig viel. Hätte ich nie gedacht. Die ist so eng, ne? 12, 12, 11, 9 HP. Und es geht gegen Paderborn. Für den wäre das wirklich super bitter, natürlich nach der 10er Winstreak jetzt am Ende nur Vierter zu werden. Wie gesagt, er hat relativ früh schon gesagt, ich kann nur für Top 2 spielen, ich kann die Leute nicht mehr alle besiegen. Also ich habe den Eindruck, dass er das eigentlich sehr clever gespielt hat, aber er hat keine Upgrades getroffen. Also inzwischen ist nur die Jenna 2 geworden. Mehr ist da nicht dazugekommen. Ja, ich meine, die geupgradete 4-Cost Frontline, ne? Echo 6 Seju, so, das ist schon eine Hausnummer, die man erstmal knacken muss. Aber apropos knacken, ne? Jetzt geht's darum, Top 2 oder Top 4. Die Seju steht leider gut gegen unseren Aphelios. Boah, die kommt kaum zum Ulten, ey. Ja, aber oh, wenn die nicht gecastet hätte. Aber der Viego jetzt mittendrin, das tut ordentlich weh. Aber ja, du hast recht, die CC-Kette, Urgott auch nochmal auf dem Aphelios. Boah! Und jetzt die Cleanup-Crew, die muss es wieder reißen, fürchte ich. Und er schafft's einfach. Oh mein Gott, Imagine Paderborn, der muss richtig tilted sein. Oh, er wird Dritter. Noch ein Dritter. Ah, das finde ich tatsächlich, das freut mich ein bisschen, weil der war sehr sympathisch. Also es war sehr nett, die Leute da bei der DreamHack zu treffen. Wir haben ganz viel erzählt. Ja. Ganz viele Tipps gegeben. Also, gönne ich ihm. Verdienter Dritter Platz, hat er schön gespielt im Early Game. So, jetzt kommt hier noch Aegis rein. Einfach, weil er weiß, der Gegner hat keine MR Reduction mitgespielt in seiner Full AP Comp. Das heißt, dass er Aegis macht ausnahmsweise mal was, ansonsten ist es oft einfach Bait. Dadurch verzichtet er auf Sure Shot, aber hier geht's eh. Also er killt die Units ja in der Theorie anyways. Geht einfach nur darum, Talia zu überleben. Und das finde ich gar nicht schlecht. Genau, und Talia ohne Damage-Items hat häufig das Problem, dass sie einfach nichts kaputt kriegt. Und das ist natürlich ein schlimmes Matchup auch gegen die Oxforce, die sich gegenheilen. Und jetzt mit den 2 Gunblades, glaube ich, geht da quasi gar nichts. Und das würde bedeuten, dass sie hier tatsächlich das Comeback seines Lebens macht. Viego mit der Ult. Oh, die ging nicht durch! Aphelios muss es jetzt richten und der ist nicht unbedingt dafür bekannt, reliable zu sein. Die Talia Ult trifft nochmal und Elia wird es nicht packen. Aber er hat 1 HP. Oh mein Gott. What? Also mein Jinx war stark, aber vielleicht sagen wir nichts über den nächsten Fight und da geht noch was. Oh mein Gott. Oh. Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt, wie das funktionieren kann. Das ist wirklich der Nunu, oder? Naja, also wir können ja auf Damage nochmals gucken. Die sind natürlich völlig buggt. Also unser Nunu hat scheinbar 6700 Schaden gemacht. ja, also Nunu macht 6700 Damage. Dass der zu sehr den Aphelios trollt, oder? Kann das sein? Müssen wir mal drauf achten, ob die Duskwave immer in die Ecke geschossen wird. Ja, aber vielleicht muss er einfach die Waffe wechseln, honestly. Vielleicht ist es einfach DPS-Weapon oder einfach nur Nunu killen. Ja, also ich glaube, ich kann das sehen. Ich meine, er muss Shroud auch dodgen, das heißt mittig stehen. Macht er auch. Hat noch Leona als Upgrade über Echo. Kann man so sehen, muss man nicht. Ja, Viego wurde leider von der Short getroffen. Okay, wir achten mal auf die Aphelios-Ulti, ob die immer nur. Ja, der geht immer nur auf das halbe Board oder vielleicht sogar nur auf ein Viertel. Aber die nächste, die sieht ganz gut aus. Immerhin, Viego lebt noch. Alter, Double Gunblade Action. Oh, schöne Viego-Ult. Und jetzt Aphelios. Oh! Oh mein Gott, der holt's! Ich kann's nicht fassen! Was für ein Finish! Souverän! Absolut crazy! Imagine, du holst so eine Runde! What the fuck? Und dann auf die Art und Weise!
Und das war so wichtig. Elia ja einfach literally vor dieser Runde auf dem 33. Platz nur die ersten 32 kommen weiter. Dann spielt er eine 8er, 9er, 75er Losstreak into eine 12er Winstreak und holt das mit 1 HP oder Felios hat er auch nur noch einen. Also das ist wirklich absurd. Absolut beautiful. Eine traumhafte Runde. Das ist TFT eSports, ne? Muss man ja auch mal sagen. Die Besten der Besten. Und den Lia wird es hoffentlich noch schaffen in den letzten Tagen des Golden Bachelor Qualifier und damit auf dem direkten Weg Richtung der Europameisterschaft.